Mission 3 wird wieder etwas interessanter. Die Mayas haben mal wieder nur Blödsinn im Kopf und haben sich jetzt vorgenommen, nicht nur ein, sondern gleich zwei Weltwunder mitgehen zu lassen. Dazu müssen wir für jedes der beiden Ziele 250 Mana sammeln und einen Priester dorthin bringen, der die beiden Wunder dann in den Hammerspace teleportiert. Das benötigte Mana müssen wir zum Glück nicht selbst erwirtschaften. Im Nordwesten befindet sich eine trojanische Siedlung, die uns im Tausch für je 16 Schwerter, Bögen, Blasrohre und Goldbarren genug Mana für unsere Vorhaben gewährt und je nach Schwierigkeit sogar noch 50 bis 100 zur freien Verfügung. Ein absolutes Schnäppchen, das wir aber nicht zwingend in Anspruch nehmen müssen. Die nötigen Esel haben wir sogar schon, stellt nur sicher, dass ihr die Waren, die ihr transportieren wollt, bereits habt. Esel warten nur auf Waren, die der Marktplatz bereits anfordern konnte. Im Südwesten befindet sich eine römische Siedlung unter der Führung des KI-Spielers Spekulatius. Weil lustig und so. Die Siedlung ist nicht funktionsfähig, bekommt aber per Skript regelmäßig Träger, Waffen und Erz. In der Praxis produziert sie aber kaum mehr als die Soldaten, die sie bereits hat, da sie bereits am per Skript gesetzten Limit startet und wir nicht so viele Soldaten produzieren werden, dass die Skalierung helfen würde. Der grüne Spieler bewacht auch den Leuchtturm von Alexandria im Süden der Karte. Westlich unserer Siedlung befindet sich der gelbe Spieler, ein weiterer Trojaner. Dieser hat zwar die gleichen Angriffstimings wie der grüne Spieler, er besitzt aber noch weniger Siedlung und kaum Soldaten. Ihr müsst euch nicht mit ihm weiter befassen. Er bewacht zwar den Koloss von Rhodos, aber ihr könnt per Fähre auf die Insel gelangen, ohne von den Ballisten beschossen zu werden. Es gibt außerdem noch einen lilanen Spieler, der einige Katapulte besitzt, um den Weg zum Leuchtturm zu blockieren. Auch das ist aber kein Hindernis, da unsere Fähre den paar Steinen, die beim Vorbeifahren auf sie geschossen werden, problemlos widerstehen kann. Wäre vielleicht schlau gewesen, diesem Spieler Kampfkraft per Skript zu geben, damit seine Katapulte überhaupt Schaden machen. Es gibt viel Berge auf dieser Karte, aber gute Plätze für Minen zu finden ist schwierig. Es gibt zwar ein paar, aber an den meisten Orten sind die Rohstoffe einfach zu wild gemischt. Ihr werdet damit leben müssen, dass viele eurer Minen eher ineffizient sein werden. Bedenkt aber, dass eure Minen alle passenden Rohstoffe im Umkreis von 4 Feldern um den Baupunkt erreichen können und die Schilder der Geologen nur einen Bruchteil der Gebirgsfelder abdecken. Ihr werdet auf dieser Karte viel expandieren, roden und aufräumen müssen, um Platz zu haben. Im Norden ist aber Platz für eine Nahrungsindustrie und im Südosten könnt ihr etwas Mana anbauen. Dorthin solltet ihr ohnehin expandieren, da hier ein guter Ort für eine Verteidigungslinie ist, falls der Römer euch angreift. Wenn ihr auf Magie zurückgreift, könnt ihr den Bannzauber nutzen, um die feindlichen Schwertkämpfer auf eine der vielen Inseln auf der Karte zu teleportieren. Auf diese Weise werden die betroffenen Soldaten für die KI nutzlos, sollten aber weiter zu ihrem Soldatenlimit zählen, sodass nicht nachproduziert wird. Setzt aber auf jeden Fall, wenn ihr das versuchen wollt, vorher das Beobachtungsfenster auf euren Priester. Sobald ihr das Mana habt, müsst ihr nur noch eine Fähre bauen und nacheinander die beiden Weltwunder einsammeln. Wenn ihr beide habt, ist die Mission bereits beendet.